Sehr ganz neues Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des SV Mappen Karrieremodus in FIFA 18. Heute geht es weiter und zwar ein bisschen schneller, als ihr es gewohnt seid. Wie das Ganze gemeint ist, erkläre ich euch gleich. Auf jeden Fall spielen wir heute so 4-5 Spiele und wie das Ganze zustande kommt, ihr vielleicht könnt ihr es euch denken. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Links in der Beschreibung zu IGVault. 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN, dann mag ich es auch gut, damit den Code Marks Gaming TV könnt ihr gerne mal auschecken, würde ich mich sehr drüber freuen. Dazu natürlich mein Merchandise, meine Social Media Links auch ganz wichtig abchecken. Instagram und Twitter könnt ihr kostenlos folgen und hier auch den Kanal kostenlos abonnieren, da würde ich mich auch drüber freuen. Das ist eine großartige Unterstützung. Wir spielen natürlich in der Sturmspitze heute mit Benjamin Giert, der seinen Inform bekommen hat in Ultimate Team. Die Sache ist nur, Kühn ist auch in Topform und Wente möchte ganz gerne spielen. Die Frage ist nur, wo stelle ich den hin? Ich habe auch gehört, ich soll mit Wagner mal ein bisschen mehr draufbolzen. Werde ich wahrscheinlich tun. Ich denke, Wente lasse ich aber auf der Bank und dann muss der halt mal ein bisschen schlecht gelaunt sein. Das ist in Ordnung. Ansonsten, ich möchte auch die Aufstellung gar nicht groß ändern. Die Sache ist nur, habt ihr jetzt verstanden, was ich meinte? Worum es geht? Warum wir jetzt viele Spiele machen? Nebenbei merkt es Fortuna Köln 12. Und genau deswegen können wir auch damit anfangen. Wir werden nämlich anfangen zu simulieren. Das habe ich in der Hades-4-Karriere auch gemacht. Ich weiß nicht, ob die Episode vorher kommt oder später. Ich denke mal, sie kommt später. Dementsprechend seid ihr jetzt schon mal darauf vorbereitet, auch wenn ich es da quasi als große Neuerung sage, weil ich dachte, es kommt früher, aber es kommt nicht früher. 2-1 Sieg, Giert und Kühn treffen, Granakowski und Kleinsorge wurden eingeweist, Wente nicht, aber wir gewinnen und das ist wichtig. Und Kühn trifft mal wieder. Ihr habt gesagt, ich soll nicht so viel auf Kühn spielen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, das verstehe ich, aber er ist halt so mein kleiner Schützling, wisst ihr? Das, ja, muss halt einfach, ist halt einfach wichtig. Genau, da ist auf jeden Fall der Punkt. Dazu Training, mal sehen, Wente mit einem Arm, okay, er empfiehlt sich auf jeden Fall für die Startaufstellung im nächsten Spiel, hat sogar einen besseren Abschluss als Kühn und ein besseres Stellungsspiel und ein besseres Rating, von daher passt das ganz gut. Ich will einfach vorankommen mit dieser Karriere und bis Dezember wird dieser Karrieremodus genauso wie der von Huddersfield abgeschlossen sein. Das heißt, wir werden jetzt sehr, sehr viel machen, sehr, sehr weit vorankommen vor allem auch. Ich werde auch nur eine Saison spielen, was ganz einfach daran liegt, dass ich, habe ich auf Twitter angekündigt, deswegen da folgen, das Ganze allgemein ein bisschen umstellen werde. Den ganzen Kanal, die ganzen Serien und so. Und weil ich meine Xbox wahrscheinlich an Weihnachten mit nach Hause nehme und die dann da lasse. Einfach weil ich, abgesehen von diesem Karrieremodus, nichts auf der Xbox mache. Von daher, genau, seid ihr auf jeden Fall darauf vorbereitet. Wir haben jetzt ein Pokalspiel, das ist gegen Bielefeld, das ist ein großer Gegner, der ist auch im Westen ansässig und deswegen spielen wir es. Ja, gleich mal die erste dicke Chance für Arminia Bielefeld. Wir haben ein bisschen rotiert, also es ist nicht sonderlich viel verändert, muss ich sagen. Die Innenverteidigung ist ausgetauscht worden, dazu spielt Granakowski auf der rechten Seite, auf der linken Seite, Entschuldigung. Und in der Sturmspitze spielt anstelle von Kühn, der gar nicht im Kader ist, Wente in der, oder auf der linken Position. Mal sehen, ob Bielefeld uns hier Probleme bereiten wird. Ob ich da den Freistoß bekomme und nicht den Vorteil, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Übrigens, es wird euch vielleicht ein Wechsel komisch vorgekommen sein bei der ganzen Geschichte. Klasse Freistoß. Und zwar Granakowski, also warum nicht beide Flügel oder warum nur der linke Flügel? Ganz einfach, wer spielt normalerweise auf links? Keanu Staude. Wo kommt Keanu Staude her? Bielefeld. Wen möchte ich nicht gegen seinen Ex-Club spielen lassen? Einfach in der Angst, dass er, wenn er jetzt nicht performt, gar nicht mehr in Tritt kommt. Bisschen zu Real-Life-mäßig gedacht, aber natürlich trotzdem, weil wir sind im Karrieremodus auf YouTube, da muss man das machen. Keanu Staude auf jeden Fall. Tor, 1-0. Klasse. Oh, Nearpost, warum? Oh, Giert versucht es mal mit einem schönen Schuss. Da wir kommen gerade offensiv gar nicht zurecht. Also Bielefeld macht uns das Leben, wenn wir am Ball sind, extrem schwer. Es ist gar keine Bewegung da. Gerade Granatkowski und... Na, Wagner, schade. Von Granatkowski und Yao kommt gar nichts. Yao werde ich auch immer auswechseln. Was sehr, sehr schade ist, weil von dem habe ich mir eigentlich schon was erhofft. Dass gerade über die Außen was geht, weil die Außenverteidigerpositionen in meinen Augen nicht so optimal besetzt sind. Jetzt haben wir zumindest Abschlüsse, aber halt nichts Gefährliches. So, jetzt vielleicht nochmal die Gelegenheit für Kleinsorge. 90. Minute, kriegt er den aufs Tor. Ja, aber nicht ins Tor, Wente. Oh Gott, das war wahrscheinlich die letzte Gelegenheit. Wir haben offensiv nichts zustande gebracht, wirklich gar nichts. Wente, ein Schuss, Klose deine 5 Schüsse, weiß nicht, wo die herkommen sollen, aber... Es war eine ganz, ganz schwache Vorstellung. Wir fliegen verdient aus dem Pokal in der zweiten Runde oder so. Ja, verdient, wie gesagt. Nächstes Spiel ist gegen den Tabellenletzten, gegen den Halleschen FC, der zuletzt gegen Rot-Weiß Erfurt tatsächlich einen Sieg einfahren konnte. Davor gegen Groß Asbach und gegen Lotte verloren hat. Gazula bekommt nach 3 Minuten bereits die gelbe Karte. Wir spielen auswärts, simuliert. Das ist nicht immer einfach. 2:2 geht's aus. Nicht optimal. Wir haben sogar noch Glück gehabt, weil Baumgärtel den Elfmeter verschossen hat. Ja, Hübers verletzt sich dazu noch. Kühn trifft doppelt. Das gefällt mir nicht. 2 Tage fällt er aus, das ist in Ordnung. Wir bleiben übrigens damit Dritter. Das ist also auch vollkommen in Ordnung. Kann ich sehr, sehr gut mit leben. Training müsste auch laufen.
Hübers ist wieder fit und wir spielen gegen die Unentschieden Meister der Liga. 9 Unentschieden hat Chemnitz bisher, 2 Siege nur. Und wir spielen zu Hause gegen die. Das heißt, normalerweise sollte das ganz gut ausgehen. Wir spielen auch wieder mit unserer Top-Besetzung und wir verlieren 1-0 durch Fran. Wir waren bis gerade noch Vierter. Ich denke mal, das wird sich jetzt geändert haben. Ne, wir sind weiterhin Vierter. Aber jetzt 3 Punkte Rückstand auf Karlsruhe. Wie dumm. Derby gegen die Sportfreunde Lotte, die wir verunsichern wollen. Und das wird auf jeden Fall interessant. Lotte steht auch nicht so gut da in der Tabelle. Ihr seht schon nicht unter den ersten 6. Aber nichtsdestotrotz werden wir dieses Spiel auf jeden Fall live spielen. Was heißt live? Halt spielen. Bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. Wir haben mittlerweile, also ab diesem Spieltag dann, übrigens die Realität überholt. Ja, wir sind dann weiter fortgeschritten, als die Realität ist. Wir sind, glaube ich, gerade sogar an dem Tag. Ja, heute ist Mittwoch der 15. und ich nehme es auch gerade am Mittwoch den 15. auf. Wir haben übrigens weiterhin den Top-Torschützen der Liga mit Kühn. Und jetzt wollen wir daran anknüpfen, dass wir irgendwie weiter in die Tabellenspitze kommen, wo momentan Aalen steht. Ernsthaft? Oh, Riesenchance durch Giert zum 1-0. Leider wird das da nichts. Übrigens, da ich jetzt ja bereits angekündigt habe, dass wir nur eine Saison mit SV Meppen spielen werden, ist natürlich unser großes Ziel, Meister zu werden, beziehungsweise zumindest nicht, also nicht Meister zu werden, aber aufzusteigen. Das ist das, was ich mir jetzt hier gesetzt habe. Und ich hoffe, das wird am Ende auch passieren. Ja, er macht's richtig. Kühn geht in den Rückraum. Und das war ja ein herausragender Abschluss. Also er ist natürlich nicht weit genug in den Rückraum gegangen eigentlich, um in eine perfekte Schussposition zu kommen. Aber grundsätzlich war das genau das, was er machen muss in der Situation. Oh, den Freistoß nehme ich doch mit. Oh, also aus dem Freistoß wurde nichts, aber aus der hinausfolgenden oder darauf folgenden Ecke quasi. Zumindest eine Chance, das ist ja schon mal ganz schön. Vielleicht können wir jetzt auch noch Kapital schlagen, aber auch Lotte. Oder ich bin einfach offensiv scheiße, das kann natürlich auch sein. Aber dann muss es fast schon an der Konsole liegen. Wunderschön gespielt und Wagner macht ihn nicht. Ja, Kühn. Oh, das ist doch. Ja, doch, Gott sei Dank. Führungstreffer. Ich wollte gerade sagen, das ist doch nicht wahr, dass er den nicht macht, aber Gott sei Dank tut er es dann im Nachsetzen. Führungstreffer ist sehr, sehr wichtig für uns, weil den hat man die letzten Spiele nicht so häufig. Den muss er beim ersten Mal schon machen, aber das ist egal, er trifft. Oh, Senninger mit dem schönen Antritt, gute Flanke auch, aber leider kommt Kühn nicht an deren Ende. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht ausgekontert werden. Ich stehe weiter noch offensiv, weil ich jetzt auch offensiv und Konter stehe, damit irgendwer zumindest mal vorne ist. Ich habe das Gefühl, in der grundlegenden Taktikeinstellung von Meppen sind alle hinten. Was mir natürlich gar nicht gefällt. Gut, Wenninger gar keine Energie mehr. Aber schöner Pass. Sehr stark von Wente, der sich da sehr gut durchsetzt. Abschluss. Oh. Also der hat 71 Abschluss. Normalerweise kann der das gar nicht so verkacken. Also dürfte er zumindest nicht, aber macht er trotzdem. Na gut, auch Kühn hat gerade das Ding aus 6 Metern gegen Pfosten gesetzt. Wente, da ist er doch. Per Kopf, genauso wie sein erstes Tor, macht das auch hier jetzt zum 2-0 in der 86. und damit die Vorentscheidung. Sehr, sehr gut. Ich dachte ehrlich gesagt nichts, dass er rankommt. Aber damit macht er seinen Fehlschuss von gerade auf jeden Fall wieder gut. Sieg im Derby, 2-0 gewinnen wir diese Partie und damit sind wir wieder in der Erfolgsspur zurück. Sehr, sehr schön, unsere beiden Youngster treffen und ich denke mal, der Sieg war auch verdient. Karlsruhe hat leider gewonnen, aber Groß Asbach hat verloren. Das heißt, wir sind weiterhin, oder jetzt sind wir einen Punkt hinter denen, was sehr, sehr schön ist. Ich würde gerne mal wissen, wie sich Elias Hut schlägt. Oh, man hat schon 5 Buden gemacht. Das ist alles andere als schlecht, muss ich sagen. Das gefällt mir doch. Der hat nämlich gerade mit Erfurt gegen Groß Asbach gewonnen, wie ihr da sehen könnt, und uns damit ein bisschen geholfen, was ich sehr schön finde. Und jetzt geht's auch daheim gegen Groß Asbach. Ihr werdet mich vielleicht dafür steinigen, dass ich das nicht spiele, aber ich muss halt vorankommen und mehr als 2 Spiele pro Episode sind dementsprechend nicht so wirklich drin. Wir spielen zu Hause, von daher sowieso gut zum Simulieren, prinzipiell, auch wenn wir gerade gegen Chemnitz verloren haben. Und jetzt auch gegen Groß Asbach verlieren. Damit sind wir sogar auf Platz 5 zurückgefallen, also es wird auf jeden Fall spannend, aber ich denke mal, gerade wenn wir simulieren, ist der Aufstieg auch nur ein relativ unrealistisches Ergebnis. Wenn ich spiele, ist das was anderes, aber wenn wir simulieren, wir sind halt so gesehen als der schlechtesten Teams, dann ist unser Ziel zumindest, um den Aufstieg mitzuspielen. Ja, das relativieren wir mal. Jetzt geht's gegen Erfurt, jetzt geht's gegen Elias Hut. Dann schauen wir doch mal, wie wir gegen den spielen werden. Werder Bremen 2 hat gewonnen, gegen die haben sie verloren, Erfurt. Also Werder Bremen hat gewonnen und wir spielen 1-1. Naja, Vidovic und Giert verletzen sich, Staude macht das Tor, Hut auf der anderen Seite nicht. Aber na, jetzt gerade stimmen die Ergebnisse wieder nicht. Ich dachte, nach dem 2-0 könnte das eigentlich ganz gut wieder laufen. Aber 4 Monate fällt Giert aus und Vidovic 5 Wochen, beide Stammspieler. Ideal. So, jetzt geht's daheim am 9. Dezember gegen Werder Bremen 2. Das ist normalerweise ein Spiel, was man gewinnen muss, aber auch die haben gegen Erfurt, wie gesagt, gewonnen, unentschieden gegen Karlsruhe Jena und nur 1-2 gegen Osnabrück. Zuletzt ist es ja simulationsmäßig ganz schlecht gelaufen. Diesmal gewinnen wir, Hattrick von Kühn.
Staude verschießt einen Elfmeter. Wir kriegen fast kurz vor Schluss noch den Ausgleich. Also zumindest kriegen wir da den Anschlusstreffer. Aber wir gewinnen, das ist wichtig. So, gegen die Würzburger Kickers werden wir natürlich wieder spielen in der nächsten Episode. Dann, wir sind mittlerweile Mitte Dezember angekommen. Das heißt, wir kommen ganz gut voran. In der nächsten Episode geht es dann weiter bis, ich denke mal, Ende Februar sogar, na, oder Januar, je nachdem. Muss ich mal schauen, wir haben Winterpause. Gucken wir mal kurz in den Kalender, wie das da aussieht. Genau, wenn wir jetzt mal gegen die Kickers da spielen, dann ist Winterpause und dann geht's gegen Preußen Münster, Magdeburg. Und dann geht's im Februar gegen Aalen unter anderem, das können wir spielen, und gegen Paderborn. Die Spiele gegen Rostock, Zwickau und Preußen Münster, Magdeburg und vielleicht auch Würzburg werden wir dann simulieren, beziehungsweise ich denke mal, das gegen Aalen machen wir dann in der übernächsten Episode. Aber genau, das ist auf jeden Fall der Stand der Dinge. Tabelle gucken wir uns nochmal ganz kurz an jetzt zum Ende der Episode. Wir stehen auf Tabellenplatz Nummer 5, haben auf Groß Aspach einen Punkt Rückstand und ja, auf den Tabellen ersten auf Karlsruhe mittlerweile 6, aber es ist noch nichts verloren. Wir stehen gut da, und die zweitbeste Offensive der Liga. Es ist also alles noch offen. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich tierisch über freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.